habe Sie schon erwartet. Nehmen Sie bitte Platz. So, Herr Schmidt, dann erzählen Sie doch mal bitte von Ihrem Problem. Ja, ich wurde ja schon auch früher in der Schule öfters gemobbt wegen meinem Aussehen. Das ist wirklich, war eine schwere Zeit und jetzt bin ich schon 45 Jahre alt und habe immer noch Probleme mit dem weiblichen Geschlecht näher in Verbindung zu kommen. Ich pflege mich auch, also ich wasche mich schon so zweimal im Monat mindestens und hygienisch pflege ich mich eigentlich, denke ich, auch ganz gut. Dusche schon so einmal im Monat und eigentlich finde ich, sehe ich auch gar nicht so schlimm aus, habe mir meinen Style gut rausgesucht. Und trotzdem finden mich die meisten Frauen, also wirklich eigentlich alle, immer noch ziemlich unattraktiv und das macht es nochmal viel schwieriger, finde ich. Ja, na, das kann ich auch nicht verstehen. Also, wann hatten Sie denn Ihre letzte Freundin? Ja, also, meine letzte Freundin hatte ich so mit 10 Jahren im Kindergarten, glaube ich, ja. Mit 10 Jahren waren Sie noch im Kindergarten? Sind Sie sitzen geblieben oder was? Ja, ich bin halt sitzen geblieben, aber darüber möchte ich jetzt wirklich bitte nicht reden, okay? Ja, na, da wollen wir mal schauen, wie wir Ihnen da helfen können, ne? Das klingt richtig. Ja. Findet wenig Interesse bei Frauen und beim weiblichen Geschlecht. Lebt alleine. Mode fraglich. Naja. Ja, also ich muss es Ihnen leider bestätigen, das ist ein klarer Fall von Penis Tourette. Penis Tourette kommt oft vor, wenn Männer über längere Zeitraum zu Hause leben. Dann kommt natürlich der Pornokonsum dazu. Und wenn sich das dann häuft, dann kommt halt auch einfach Penis Tourette zustande. Da kann ich Ihnen jetzt auch leider erstmal nicht weiterhelfen. Nein, doch. Ja, aber ich will doch bitte nur, dass Sie mir helfen, eine Lebenspartnerin zu finden, die mich so nimmt, wie ich bin. Bitte. Ja, dann versuchen Sie es doch so wie ich. Ich parschippe schon. Ich helfe Ihnen sogar dabei. Eine Minute, 37 Sekunden später. Er sucht nicht irgendeine, sondern die, die zu ihm passt. Ich parschippe jetzt. So, jetzt müssen Sie nur noch warten, aber ich denke, das wird schon. Und sehen Sie mal, da geht's schon los. Ja, tatsächlich. Da danke ich Ihnen nochmal vielmals für Ihre Hilfe und das Gespräch, das hat mir wirklich jetzt sehr geholfen. Also vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön. Ja, tschüss, Professor Dr. Werner. Ja, nochmal vielen Dank auf jeden Fall. Danke auch, ne? Ja. Dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Ja. Tschüss. So viele Jahre schon Parship. Immer noch keine Freunde. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.